Ja, ich empfinde Corona als sehr gefährlich, würde mich auch auf jeden Fall impfen lassen. An den Folgeerkrankungen von der Impfung habe ich Respekt vor, aber lang nicht so viel Angst wie vor einer erneuten Covid-Erkrankung. Da war ich getestet, nach 2 Tagen war Ergebnis, dass ich positiv bin. Und dann war ich nach Hause geschickt. Für 14 Tage war ich da in Quarantäne. Am schlimmsten, das war später, in ein paar Monaten, hat sich Wasser gesammelt in meinen Lungen. Und da musste ich ins Krankenhaus. Und der Doktor hat gesagt, wenn zu spät wird, da konnte ich sterben auch so. Und da haben mich noch gerettet. Und bei mir war das auch ganz schlecht. Ich habe ganz schlecht Luft gekriegt, körperlich total schlapp. Habe die erste Woche nur im Bett gelegen, leichte Temperatur immer gehabt. Ja, und ständig das Gefühl, dass man ganz schlecht Luft bekommt. Belastbar war ich überhaupt nicht. Wenn ich mal eine Treppe in den Keller gegangen bin, wollte Wäsche hochholen, musste ich schon immer stehen bleiben, weil ich keine Luft gekriegt habe. Dann hatte ich auch 6 Tage, wo ich überhaupt nichts schmecken konnte, nichts riechen. Und das Schlimmste, wie gesagt, so eine Müdigkeit, ich konnte kaum aufstehen. Also. Und ich war auch teilweise wirklich kurz davor, dass ich ins Krankenhaus sollte. Seit dem 7. Dezember war ich in Quarantäne, da, wo ich dann im Nachhinein auch wusste, dass ich Corona hatte. Dann habe ich versucht, wieder arbeiten zu gehen. Das hat auch einigermaßen geklappt. Jedoch hatte ich die ganze Zeit immer wieder Probleme, habe ich Probleme mit der Lunge. Ich bin nicht so leistungsfähig wie vor der Corona-Erkrankung. Und ja, zwischendurch habe ich immer noch wieder extrem große Probleme mit meiner Atmung. Die Zukunft jetzt wird aussehen, dass ich habe jetzt einen Antrag auf eine Reha gestellt, zusammen mit meinem Hausarzt. Ich bin für die nächsten 2 Wochen krankgeschrieben und mein Lungenarzt sagt mir, dass die Regeneration der Lunge wird noch bis Mitte Mai dauern. Das heißt, erst ab dann kann ich davon ausgehen, dass ich wieder so leistungsfähig bin wie vorher. Ja, also hauptsächlich, dass ich nicht richtig riechen und schmecken kann. Also der Geruchssinn und Geschmack ist noch nicht wieder so da, wie es vorher war. Ja, ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, wenn ich die Möglichkeit dazu noch mal bekomme. Momentan habe ich eine 6-monatige Sperrfrist. Das heißt, ich kann mich wieder Mitte Juni impfen lassen. Ich habe zwar Respekt vor den Folgen einer Impfung, aber lang nicht so große Angst wie vor den Folgen einer erneuten Covid-Erkrankung. Ja, ich empfinde Corona als sehr gefährlich, würde mich auch auf jeden Fall impfen lassen. Denn gerade wer so vorbelastet ist mit Asthma oder Allergien, Lungenerkrankungen, das kann doch, hört man wirklich auch schnell zum Tod führen, ältere Menschen besonders. Und ich merke das ja bis heute noch, dass ich nicht mehr voll so belastbar bin und immer kaputt bin und müde. Auf jeden Fall würde ich mich impfen lassen. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mich natürlich noch mal impfen lassen.